Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Lawshare-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und ja, Leute, wir werden hier und heute mal die Hinrunde beenden. Denn wir haben nur noch zwei Spiele, ne? Dann ist die Hinrunde hin. Wir müssen gegen Fürth unter anderem noch spielen und das nächste Game ist dann gegen... Schau mal, gegen Köln. Also es sind auf jeden Fall zwei wichtige Spiele, ne? Fürth auch im Aufstiegskampf, genauso wie Köln. Da sind ja einige Teams, theoretisch bis Paderborn geht der Aufstiegskampf, ne? Spätestens Sandhausen ist dann draußen und der Rest der Liga prügelt sich fast schon im Abstieg, wobei man sagen muss, dass Dresden, Saarbrücken, Sandhausen irgendwo so im Nirgendwo sind und dann Karlsruhe bis Aue, die sich eher da prügeln, wer runter muss, ne? Wir dürfen den Anschluss nach oben nicht verlieren, wir müssen auf jeden Fall deutlich, deutlich besser werden im Abschluss als in der letzten Folge. Ihr habt ja auch eben nochmal gesehen, der HSV, die Mannschaft schlechthin, 15 Spiele, 12 Siege, 3 Unentschieden, 9 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. 31 Tore, damit der beste Angriff, 11 Gegentore, beste Defensive, also da kann keiner mithalten. Einfach nur Respekt an die Hamburger, ne? Wir gehen rein ins Duell gegen Fürth und hoffen mal auf 3 Punkte. Hier haben wir die Aufstellung von Werder Bremen mit Lord im Tor. Tizio, Jens, Pedrao, Morgalla und Fosu-Mensah in der Fünferkette, weil Kamara wegen zu vielen gelben Karten gesperrt ist. Kebe, Wagner, Larsson im Mittelfeld und Waldschmidt und Tosin ganz vorne. 5-3-2-System, so wie hier Werder Bremen spielt. Wir gucken mal auf die Aufstellung von Fürth. Ne? Hier in einem 3-4-1-2-System spielen sie. Da haben sie einmal dann im Tor Schaffran, Dietz, Itter, Michalski, Christiansen, Seufert, Meierhöfer, Grotta, Sieb, Palulu und Abiyama. Also viele gute Offensivspieler auf jeden Fall. Sieb, der könnte natürlich zum Beispiel auch in der Sturmspitze unter anderem spielen, ne? Aber die haben da schon eine richtig gute Offensivabteilung. Spiel hat begonnen und wir gucken mal, wer sich durchsetzen kann. Das Team aus der Weser oder doch die Kleeblätter. Wagner mit einem guten Antritt. Tosi müsste jetzt auch durchlaufen und der Ball ist gut. Der Ball ist gut gespielt, das war kein Abseits. Auch wenn da einer den Arm gehoben hat. Tosi mit der großen Chance, die muss er jetzt auch nutzen, die nutzt er. 7. Minute gespielt, die Nummer 9 von Werder Bremen, der Top-Torschütze der Bremer hier. Tosi mit dem Treffer, 1-0. Wichtig, ne? Ich meine, gerade in der letzten Folge, da war die Chancenverwertung einfach nur grottig. Und wir brauchen eben einen Tosi in Topform. Ne? Die Werder-Fans jubeln zu Recht natürlich. Die wissen genau, in diesem direkten Duell gegen Fürth und auch demnächst gegen Köln ist es verdammt wichtig zu siegen. Tosi wirklich mit einem eiskalten Abschluss, da kommt der Keeper nicht mehr ran. Die Nummer 9 hier am Feiern, ne? Absolut zu Recht. Und wir hoffen mal, dass er, wenn er nochmal so Chance kriegt, weiter so zuschlägt. 11. zu einer 12. Partie, eine komplett krasse Quote. Ne? Das hat schon da Graka-Vibes, das muss man schon sagen. Also... Da vorne im Sturmzentrum, wenn Tosin zum Abschluss kommt, dann trifft er auch. Ah, Fürth jetzt hier, Fürth kommt da durch, das war gut gemacht. Hält hier auch weiter den Ball, der Ball war gut gespielt, aber dann ist Lord da. Dann ist Lord da und hat den, aber es war trotzdem gut gespielt vom Fürth. Vielleicht ein bisschen zu kleinlich. Da hätte man früher den Schuss suchen sollen. Pedraus Fehler, wird der bestraft? Nein, weil Lord eine gutere, weil Lord gute Reflexe zeigt. Ne? Aber Pedrau, der bestätigt leider seinen nicht so perfekten Eindruck. Jens hat ihn ja schon längst den Stammplatz abgenommen, jetzt hier wieder am Fehler. Der wirkt gut, wenn er in die Zweikämpfe kommt, aber ansonsten ist er doch teilweise sehr unsicher. Und jetzt hat er aber hier, Fosu-Mensah hat das Ganze erstmal klären können, wichtig, ne? Sieb, Pedrao. Pedrao, warum verlierst du denn den Ball? Du hattest den doch schon. Das ist gefährlich und dieser Pedrao, ne? Er hat doch schon den Ball, Mann. Er hat doch schon den Ball. Also Pedrao, man muss das auch mal festhalten. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer wieder ihn vertraue, statt Pausen mal reinzuwerfen. Pedrao, wenn man überlegt, man hat zu viel damals für ihn bezahlt, die 7 Mio, kam an, hat sich direkt verletzt. Seitdem nie wirklich festspielen können. Also ich würde schon fast sagen, dass Pedrao auf jeden Fall Flop-Charakter hat. Larsson. Larsson gut gespielt. Waldschmidt, der Ball ist gut. Der Ball ist gut gespielt und Tosin kann den leider nicht reinschieben. Hat den Abschluss gesucht, auch gefunden, aber leider nicht das Tor. Wagner. Tosin mit einer richtig guten Bewegung. Super Bewegung von Tosin. Was ein Abschluss. Tosin ist der Wahnsinn. Tosin ist einfach der Wahnsinn. Ne? Also super Bewegung. Hat sich da weggeschlichen einmal. Ne? Und dann dieser unglaublich gute Abschluss. Also Wahnsinn. Tosin ist unglaublich. Tosin ist einfach unglaublich. Super Bewegung. Super Bewegung, die Nummer 9. Dann dieser Abschluss. Keine Chance für den Keeper. Ne? Keine Chance für den Keeper, das macht er einfach so gut. Er ist die Lebensgarantie von Werder Bremen im Aufstiegskampf. Ohne Tosin würden wir nicht aufsteigen. So ein bisschen wie Pieper auch letzte Saison in der Abwehr. Also wenn mal ein Tosin ausfallen sollte, dann können wir den Aufstiegskampf adieu sagen. Wagner gut gespielt.
Und jetzt hier, Tosin nimmt den Ball gut mit. Tosin hier mit dem Lupfer, der ist nicht drin. Schade. Schade. Und der Ball kommt nochmal rein. Ah, Tosin will sich da reinwerfen, kommt da nicht ran. Waldschmidt, es bleibt gefährlich. Tizu. Oh, Tizu. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Werder Bremen. Das könnte hier die Vorentscheidung werden. Das könnte hier die Vorentscheidung werden für uns. Hier sehen wir nochmal Tizu. Ja, wird dann einfach weggehauen, ne? Wird dann einfach weggehauen vom Gegenspieler. Und Waldschmidt, du wirst das nicht machen. Wir werden es Tosin geben, ne? Das soll Tosin machen hier, diesen Abschluss. Tosin an den Pfosten! Zu platziert von Tosin an den Pfosten leider. Schade, das hätte sein drittes sein können und damit auch die Vorentscheidung. Waldschmidt, oh, der ist super. Der ist super, wie sich Tosin gelöst hat und das muss es jetzt sein. Tosin, eiskalt. Eiskalt, wenn nicht per Elfmeter, dann aus dem Spiel heraus, ne? Tosin macht ihn mit dem Kopf durch da, ne? 3-1, wichtig. Einfach wichtig. Dass er sich gar nicht erst verunsichern lässt, ne, von seinem nicht getroffenen Elfmeter. Ganz im Gegenteil, geht hier richtig energisch zum Tor, will sich nicht mehr aufhalten lassen, macht den Ball rein. Hattrick Tosin, ne? Sogar lupenreiner Hattrick. Nee, nicht, stimmt gar nicht. Nicht lupenrein, weil dazwischen war noch der Treffer von Fürth. Dementsprechend nur ein normaler Hattrick. Aber 3-1 Werder Bremen, das ist das Wichtigste. Waldschmidt und Tosin kann da laufen. Der hat da viel zu viel Platz bekommen. Tosin mit dem Abschluss nicht den Treffer. Meierhöfer über die rechte Seite von Fürth. Harte Grätsche. Was gibt's jetzt? Es gibt die rote Karte für Jens. Er grätscht da halt voll rein. Ja, trifft ihn nur von hinten. Es ist einfach sehr, sehr hart, was er da macht. Gibt die rote Karte. Dementsprechend müssen wir da jetzt jemanden rausnehmen. Ich würde mal Waldschmidt jetzt rausnehmen. Dafür wird dann Pausen reinkommen. Das ist jetzt natürlich hart, ne? Ein Mann weniger, aber absolut zu Recht, muss man leider sagen, weil Jens, sein Foul war einfach überhart. Fosu-Mensahs Ball. Und Tosin hat den überrangt. Tosin geht jetzt hier auch ins 1 gegen 1. Das macht er so gut, Tosin. Tosin mit dem Abschluss. Der wird noch abgefälscht vom Verteidiger von Fürth. Stark. Stark vom Verteidiger von Fürth, ne? Tosin, was für eine Aktion. Habt ihr die Aktion gesehen? Und jetzt Tosin. Tosin, 4-1. 4-1. Also was der hier da vorne macht. Ist der Wahnsinn. Was ist der Typ für ein Wirbelwind, ne? Und hier geht er auch einfach vorbei in den Keeper mehr oder weniger und schiebt den dann rein. Denkt sich endlich mal hier Tor Nummer 4, ne? Tosin ist unaufhaltsam. 4-1 Werder Bremen, auch in Unterzahl läuft es hier für die Bremer. Spiel ist rum, 4-1 gewinnt Werder Bremen hier in Unterzahl. Statement-Sieg und dieser Mann hier, ne? Was Tosin abgeliefert hat, unglaublich. Unglaublich, wie der abgeliefert hat. Das war einfach nur richtig stark. Der alleine hat hier wirklich, der hat die Vierter schwindlig gespielt, ne? XG-Wert von 7,8, Alter. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen XG-Wert hatte. Ich glaube, irgendwo bei Pogun Stettin wahrscheinlich, ne? Eieieiei, so Tosin alleine, was der da mit den Viertern angestellt hat. Brutal. Wir haben zwei Nachrichten. Rabinger ist wieder back. Oder zumindest auf dem Weg zurückzukommen. Sehr schön. Dann spielen wir jetzt gegen Köln. Und das ist wichtig. Denn wenn man nochmal auf die Tabelle kurz guckt, dann könnten wir mit einem Sieg rankommen an die Kölner. Vorbei schaffen wir es nicht, aber wir können rankommen. Na gut, gehen wir rein ins Duell gegen Köln und schauen mal, ob wir es schaffen, uns durchzusetzen. Hier haben wir die Aufstellung vom 1. FC Köln hier mit Morales im Tor. Dann Katterbach, Pieper. Ja, wir spielen das erstmal gegen Pieper hier. Wir gucken gleich auf die komplette Viererkette. Neben ihnen dann Martell und Lirola. Caceres Junior, Provan, Cooper, Rohleiser, Jill und Tigges. 4-2-3-1-System hier beim Köln, ne? Gerade Pieper wieder zu sehen, ist natürlich irgendwo nice, ne? Unser Ex-Spieler, dieser Top-Innenverteidiger, der er ist, ne? Wahrscheinlich der beste Verteidiger der zweiten Liga. Gegen den müssen wir hier und heute bestehen. Mit Lord im Tor, dann Tizu, Pausen, Kamara, Morgalla und Fosu-Mensah. Jens natürlich rot gesperrt nach seiner letzten Grätsche da, ne? Kebe war in der Lastung im Tor, im Mittelfeld, sorry. Und Waldschmidt und Tosin ganz vorne, der hat ja zuletzt 4 Dinger gemacht, ne? Spiel im Rhein-Energiestadion hat begonnen zwischen Köln und Werder. Aber jetzt hier Köln. Nein, stark von Kamara. Endstation Kamara, ne? Und Kebe jetzt hier. Der Pass auf Tosin war gut, weil Kebe kann jetzt laufen. Und jetzt haben wir Kebe gegen Martel.
Kebel. Wow, wird da umgesäbelt, aber fair. Liegt da jetzt aber verletzt am Boden. Shit. Was ein Pass. Das war kein Abseits. Lord kommt raus. Lord rettet. Stark von Lord, wie er den gerettet hat. Es gibt einen verletzungsbedingten Wechsel. Kebe muss raus. Dafür kommt jetzt Tavare rein. Man kann nur hoffen, dass Kebe nicht allzu lang ausfallen wird. Wagner. Die Ecke wird geklärt. Larsson mit dem Kopf. Morgalla nochmal mit dem Kopf rein. Der ist auch nochmal reingespielt und dann wirft sich da Kamara rein, aber das wird so nichts. Morgalla auch nochmal interessant. Das kann hier was werden. Der Abschluss und der ist drinnen. Dropkick-Schuss hier von Larsson. Aus dieser Ecke, die so ein bisschen chaotisch hin und her geht. Kopfball um Kopfball. So ein Abschluss hier. Morgalla wirft sich rein. Waldschmidt gibt den ganz gezielt hier auf Larsson und der nimmt den einfach, ne? Der nimmt den einfach Volley. Schönes Ding. Schönes Ding, nicht zu halten hier für den Keeper. Der stößt halt vorher auf den Boden ab. Dann wirklich mit einer guten Flugkurve über den Keeper. Richtig, richtig nicer Treffer. Man muss es sagen, Köln bisher die bessere Mannschaft, aber Larsson mit dem Treffer. Larsson für Werder Bremen hier mit dem Treffer. 1-0 Werder. Verdient oder unverdient, das ist mir sowas von egal. Hauptsache wir führen hier. Köln hier auf dem Vormarsch. Köln auf dem Vormarsch. 1-1. Köln zögert nicht, ne? Köln zögert hier überhaupt nicht. 1-1. Spielen es einfach gut aus. Zack, zack, zack. Und der Treffer. Absolut verdient für die Kölner. Tigges mit dem Tor. Ja, die Köln-Fans alle am Jubeln. Mongala kommt da nicht hinterher. Dann hier in die Mitte gut reingelaufen. Rübergespielt. Treffer. So einfach kann Fußball manchmal sein. Tigges mit seinem ersten Tor in der 6. Partie. Auch sehr interessant. Ausgerechnet gegen uns muss er dann das erste Mal treffen. Tizu, gut gemacht. Tizu, schön gespielt. Larsson gibt den auch nochmal rein. Jetzt hier nochmal der Ball. Waldschmidt hat ihn sogar. Bisschen überraschend für mich. Ich muss sagen, ich bin da überrascht, dass er da durchkam. Und jetzt hier weiterhin Waldschmidt. Der Ball, nein, das ist zu kompliziert dann alles, ne? Ah, ich war zu überrascht, dass Waldschmidt da wirklich rankam. Und jetzt hier die Kölner. Die Kölner hier einfach mit mehr Geschwindigkeit. Vielleicht können sie jetzt hier treffen. Während wir es alles viel zu kompliziert machen, machen sie es vielleicht einfacher. Die Grätsche war nicht erfolgreich. Der Ball ist gut. Aber Lord rettet. Aber nur im ersten Moment. Sie haben weiterhin hier die Chance. Der Schuss abgewehrt. Und da wirft sich dann Kamara nochmal rein, ne? 88. Minute haben wir. Wir haben nicht mehr viel zu spielen. Und da kommt Tizu stark ran. Stark von Tizu. Waldschmidt jetzt hier. Waldschmidt im richtigen Moment auf Tizu gespielt. Das könnte jetzt hier die Chance sein. Tizu, gib den Ball ab. Tosin, der Ball wird abgewehrt. Ah, der Ball wird abgewehrt. Das war durchaus nicht ungefährlich. Ne, nochmal viel Werder. Der Ball wird abgewehrt und damit endet das Spiel hier 1-1. Und das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Also für uns als Ergebnis einfach, ne? Ich glaube, insgesamt können wir damit glücklich sein, weil wir nur zwei Schüsschen hatten. Einmal den Treffer und dann eben das von Tosin, ne? Ja. Am Ende ist es nur ein 1-1 und man muss sich halt fragen, kann man so aufsteigen, ne? Kann man so aufsteigen oder muss man im Winter was machen? Oder muss man dann doch im Winter was machen, ist hier die Frage, ne? Wow. Kebe ist jetzt verletzt. Kebe ist jetzt erstmal verletzt und der wird jetzt erstmal 3 Monate ausfallen. Das ist hart. Also der nächste verletzt. Ich meine, Tavares ist ja Gott sei Dank wieder back, ne? Aber das ist... Also wir haben im Mittelfeld dauerhaft Verletzte, ne? Wir haben im Mittelfeld dauerhaft Verletzte. Rabinger wird auch bald wieder backkommen. Auch schön, aber es ist unglaublich, wie viele Verletzte wir da die ganze Zeit haben. Wenn wir mal jetzt gucken, ne, so ein kleines Fazit dieser Hinrunde. Dann sehen wir auf jeden Fall den HSV, die sind das Nonplusultra. Nach all den Jahren Zweitliga werden die aufsteigen. 33 Tore, nur 13 Gegentore, bestes Team. 12 Siege, nur 5 Unentschieden, 8 Punkte vor Bielefeld, ne? Die haben das Ding schon so gut wie sicher. Bielefeld, Köln, Nürnberg, Werder kämpfen auf jeden Fall um den Aufstieg. 18-60, Düsseldorf, Kiel schielen da auch noch drauf. Eigentlich, ich würde fast schon sagen, bis Sandhausen und Kurs vielleicht schon ein bisschen wild, ne? Die sind innerhalb von 10 Punkten, ich sag mal so, bis Sandhausen schielen die zumindest drauf. So richtig aktiv würde ich mal sagen, bis maximal Kiel. Aber das ist dann auch schon wohlwollend, ne? Dass sie da wirklich aktiv sind. Im Abstiegskampf haben wir dann Lautern, Karlsruhe, Waldhof und Aue und vielleicht Saarbrücken noch, ne? Ja, doch, durchaus.
Also wirklich so ein paar Teams gucken um Abstiegskampf und der Rest ist mehr oder weniger im Aufstiegskampf drin. Wenn wir dann mal gucken auf die Teamanalyse, dann sehen wir hier erstmal Lord. Er spielt eine gute Saison, hat 7x0 gespielt. Er macht das richtig gut eigentlich, soweit klar ist er kein Florian Müller, aber er macht einen guten Job, kann man nicht meckern. Zu den anderen Torhütern kann man natürlich nichts sagen, weil die nicht gespielt haben. Tizu macht auch eine gute Saison da links, ne? Gefällt mir ganz gut. 3 Vorlagen gegeben, stark. Wittek ist ein ordentlicher Backup, hat aber momentan keinerlei Chance gegen Tizu. Übrigens Ibrahim jetzt schon plus 5 bei seiner Leihe. Was hat Hoffmann? Plus 3. Morgalla spielt eine gute Saison, wobei ich sagen muss, die letzte fand ich ihn bisher stärker als in dieser. Kamara, absolutes Biest, unser Abwehrchef. Pedrau, viele Einsätze, aber das wird weniger werden in der Rückrunde, weil er mich doch eher mehr und mehr enttäuscht. Pausen, ordentlicher Backup. Jens, bisher ein sehr guter Auftritt, also sehr gute Spiele gehabt. Gefällt mir. Fosu Mensa. Ist okay. Ist okay, aber ich muss sagen, Agu war besser. Fosu Mensa ist schon ein Downgrade zu Agu. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, also wenn man mal guckt, er ist 7 Millionen wert. Ich weiß gar nicht, ob ich bei ihm die Kaufoption von, wie hoch ist die? Von 8 Millionen unbedingt ziehen werde. Da bin ich mir noch sehr unsicher. Passlag ist okay, ist halt Backup, ne? Silver plus 3 bei der Laie. Rasche hatte eine gute Saison bis zur Verletzung. Kebe war, ist jetzt auch das zweite Mal leider verletzt. Rabinger, ne? Also alle halt einfach hier mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ansonsten spielen sie durchaus ordentliche Saisons, ne? Larsson kommt immer besser zum Zuge, muss man sagen. Und Tavara kann man schwer bewerten, weil er wirklich viel verletzt war. Und Wagner ist wahrscheinlich unser bester ZM, würde ich sagen, ne? 2 Tore, 3 Vorlagen, er ist definitiv unser bester ZM. Schmidt plus 1 bei der Leihe, Pinto plus 2. Ja, John hatte ein paar Kurzeinsätze, konnte nicht so überzeugen. Waldschmidt, scorer-technisch liest sich das richtig geil. 8 und 9, ne? 8 Tore, 9 Vorlagen, das ist richtig gut. Spielerisch ist er top, aber ganz oft lässt er Riesenchancen liegen und das tut uns weh, punktetechnisch. Er muss in Sachen Toren noch etwas gefährlicher werden, weil er hat immer mal wieder die Chancen. Bungard, ordentlicher Spieler, aber jetzt noch nicht so krass überzeugend, ne? Sumano zwischen Horror und dann doch irgendwann mal getroffen, ne? Macht einen besseren Eindruck als im letzten Jahr, sagen wir es so. Woltemade leider verletzt, dementsprechend, ja, ein Spiel gehabt, wo er 3 Tore gemacht hat. Und dann hat er sich auch schnell wieder verletzt und Tosin ist so der Mann da vorne, ne? 13 Spiele, 14 Tore, 5 Vorlagen. Absolut wild, wie er spielt, ne? Absolut wild. Und ja, Leute, wir werden auf jeden Fall dann in der nächsten Folge das Spiel gegen Paderborn haben. Dann fängt auch die Transferphase an. Dadurch, dass ich natürlich vorproduziere und im Urlaub bin, ist es natürlich schwierig für mich, Transfervorschläge umzusetzen. Trotzdem gerne mal in die Kommentare, das pusht natürlich immer. Und Co., ne? Könnt ihr gerne trotz allem machen. Euer Veloz meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab und bye bye.